So, willkommen zurück zum Minecraft Beef. Heute dabei der Foka, der hat in der letzten Runde ja den Razer rausgeschmissen. Hallo. Hallo. Und der neue Kandidat ist der 3L Play. Hi. Tag. Und heute spielen wir nochmal den Hindernisparcours, den Hürdenlauf. Den spielen wir heute. Und die Regeln sind ja relativ einfach. Die beiden Kandidaten werden beim Startsignal auf ihrer Bahn hier starten und müssen dann möglichst schnell zum Ende der Bahn sprinten, über diverse Hindernisse rüberspringen. Und dort am Ende der Bahn ist auf jeder Seite ein Schalter und die Kandidaten müssen den Schalter drücken, damit das Licht angeht. Das ist dann quasi die Art Staffelstab. Sobald der Schalter dann gedrückt ist, drehen sie um. Dann geht es den ganzen Parcours wieder einmal rückwärts. Und wer dann zuerst den Zielbereich dort hinten hinter der Flagge betritt, hat gewonnen und bekommt den Punkt. Und wer zuerst drei Runden gewinnt, also maximal 5 Runden, gibt es dann, wer dann zuerst 3 Runden gewinnt, ist der Sieger vom Beef. Das sind soweit die Regeln, das ist eigentlich nicht schwer. Die Kandidaten haben aber was zu futtern, damit sie nicht vom Fleisch fallen, und hauen dürfen sie sich auch nicht. Und wenn es geht, bitte möglichst auf eurer Strecke bleiben und nicht die Linien übertreten. Ne, das wäre ganz cool. Okay. Ja. Ja. Gibt's noch Fragen? Ich denke nicht, ist eigentlich recht easy, ne? Wie läuft man? Wie läuft man? STRG drücken. So, okay. Echt? Ja, ja, probier mal. Oh, das ist schön. Alt F4, glaub ich, cool. Ach ja. Ja, Alt und F4, so sprintet ihr. 3LP left the game. Nee. Ja. Cool, würde ich sagen. Seid ihr bereit? Dann gebe ich nämlich das Startkommando. Ja. Alles klar, bei los geht's los. 3, 2, 1 und los. Alles klar. Also, beim letzten Mal ging das übrigens ziemlich, ziemlich knapp aus. Oh, Foka direkt mal hängen geblieben irgendwo. Ja. Also, da hatte, das war glaube ich damals Rickmans LP gegen Delay. Und Delay hatte die ersten beiden Runden gewonnen. War dann mit 2:0 in Führung. Und dann hat Rickman 3 Rennen hintereinander gewonnen und hat dann doch noch den Beef nach Hause getragen. Das war voll übel. War Foka hat Probleme, glaube ich. Ich glaube, wir immer hängen bei den Dingen. So. Der 3L. Na, 3L, du hast den Schalter nicht getroffen. Du hast den Schalter. Ich. Der ist bei mir umgekommen. Nee, der ist nicht. Jetzt ist er. So. Das Licht muss auch an sein. Das war jetzt Glück für Foka, du konntest ein bisschen aufholen. Oh Mist. Alles klar. Ich drehe mal hier die Kamera um. Gut, 3L ist vorne. Nein. Ich glaube, wir immer hängen bei diesen. Okay, ich denke, die Runde ist entschieden, dass alle kleine Hindernis dürfen nicht mehr so. Ja. Ja, also ich bleib jetzt da stecken und dann plötzlich drehe ich mich um und renn zurück. Weil die Tastatur rumspinnt. So, also. Punkt 1 geht an den 3L Play. Dann bitte ich euch wieder eure Startplätze einzunehmen. Ich glaube, du machst das nicht zum ersten Mal. Geübt hat hier keiner. Gut, alles klar. Bei los geht's los. Runde 2, 3, 2, 1, los. Gut. Und diesmal hat Foka sogar ein bisschen die Nase vorne. Jetzt ist weggekommen, ist aber direkt am ersten Hindernis wieder hängen geblieben. Aber so lief's ja das letzte Mal auch. Und dann hat der Rickman plötzlich 3 Runden hintereinander einfach mal so gewonnen. Und man muss bedenken, die hatte noch eine kaputte Tastatur zu dem Zeitpunkt. Eine kaputte Tastatur. Ernsthaft? Teilweise nicht. War das nicht ein Scherz? Oder eine Ausrede? Nee, der hatte wirklich eine kaputte Tastatur teilweise. Oh, Foka ist gerade dabei, ein bisschen aufzuholen hier. Ah. Schalter drücken. Da Foka hat den Schalter nicht gedrückt wieder. Doch. Ne? Okay. Er schaltet sich doch. Irgendwie auf, manchmal. Bei mir. Genau, bei mir auch. Du warst dran, dann. Ja. Dann belasten wir das dabei. Aber bei mir leuchtet sogar noch. Also die Lampe. Ja, jetzt hätte das Licht wieder ausgemacht werden müssen. So. Das Licht war ja noch an. Wenn du es jetzt nochmal drückst, wäre wieder ausgegangen, das Licht. So, ich glaube, 3L ist schon hinten im Ziel. Ich gucke gerade noch den Foka zu, der ist noch ein bisschen weiter hinten. Ja, aber 3L ist schon da, Foka ist noch auf dem Weg. Ich so, nehm's gemütlich. Während Foka nach Hause geht, mache ich mal die Lichter wieder zurücksetzen, dass ihr beide das gleiche Licht habt. Weil anscheinend hat er bei Foka ja nicht funktioniert. Nee, ich hab's glaube ich zweimal gedrückt. Ist am besten was vorher, das ist gerade. So, ich mach mal beide wieder aus, dass ihr das Licht wieder anmachen müsst. So. Also wenn ihr jetzt hingeht, das Licht muss an sein, bevor ihr umdreht. Okay. So, 3L ist mit 2 Punkten vorne. Gott, oh Gott. Ja, Foka, du musst jetzt, das ist schon vorbei.
Ja, ich will es ein bisschen spannend machen. Du warst auch so großkotzig behauptet, du in unserem Chat in Skype, dass du, wie sehr du doch den Razer einfach mal niederbashen wirst. Ja, habe ich auch getan. Ja, aber du wolltest doch hier vom Highscore. Ja, aber da wusste ich nicht, dass es Hindernisläufe gibt, weißt du nicht? Ich habe gesagt, durch einen Jump'n'Run musst du mindestens durch. Ja, Jump'n'Run wäre auch kein Problem, aber ja, egal. Es ist das Jump'n'Run, du läufst und springst. Ja. Mann, mach mich nicht fertig. Mach mir doch lieber das dort bei der, da mit Vex und Wolf, das Coole. Kletterwand dahin. Genau. Ja, die kommt in ein paar Folgen nochmal. Gut, seid ihr bereit für die eventuell letzte Runde? Mhm. Ja. Alles klar, dann geht's los in 3, 2, 1, los. So, Foka, du musst jetzt, ansonsten ist es gleich vorbei. Guck mal, das erste, das hat er mal geschafft. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja, das ist auch alles okay? Nein, jetzt... Oh. Ah, wieder hängen geblieben. Ja, ich bleib auch immer am Ende hängen, beim letzten. Ja, das letzte Hindernis ist ein bisschen tricky. Da ist der eine Sprung, das frage ich euch jetzt nicht, aber der eine Sprung ist ein bisschen tricky. Wenn man da, weil es ist offensichtlich etwas zu tun, aber dabei ist das, was man offensichtlich tut, eher falsch. Aber gut, das ist jetzt, bis ich das erklärt habe. So, 3L ist schon vorne. Fucker hat jetzt erst den Schalter gedrückt. Also wenn da jetzt nicht was Größeres passiert, ist halt eigentlich fast schon entschieden. Ja, das wird's wohl sein. Also Fuka ist so weit hinten. Mano. Eigentlich kannst du auch ins Ziel gehen, 3L. Eigentlich kannst du vom Ziel oder stehen. Oder rückwärts reinlaufen mit dem Moonwalk. Moonwalk, los. So, damit ist es entschieden. 3L hat gewonnen. Ist beim nächsten Mief dabei. Fuka trüdelt hier gerade noch ganz gemütlich. Also, ne? Boah, seine Aufnahme muss ich dann sehen. Hat bestimmt gecheatet. Bestimmt so voll in den Speedhack drin oder sowas. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an den 3L-Play. Der ist dann das nächste Mal wieder mit dabei. Gegen einen neuen Gegner. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch gar nicht wen. Ich habe noch ganz viele Bewerbungen. Und ich denke mal, nächstes Mal kommt wieder irgendeine User-Bewerbung dran. Weil da hatten wir jetzt schon ein paar Folgen keine mehr dabei. So, dann würde ich sagen, danke an euch beiden fürs Mitmachen. Ich komme nochmal zu euch. Ich mache das mal gerade mit dem Kompass, das geht schneller. Wup, 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 wup. So, bin da. Herzlichen Glückwunsch noch. Ja, gutes Fleisch. Fucker, du kannst dein Inventarzeug ruhig mir mal ins Gesicht schmeißen, dass du dann demnächst wieder leer bist, wenn du auf den Server kommst. Ja. Sehr schön, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, danke an Fucker fürs Mitmachen das zweite Mal, wenn du Bock hast. In ein paar Folgen gerne wieder. Ja. Und unser neuer Anfechter auf den Highscore ist dann also der 3L-Play. Mal gucken, ob irgendwer nochmal an den Razer und an den Wolf rankommt. Weil dann wird es ein episches Dreier-Duell geben. Sobald der nächste jetzt hier vier Punkte erreicht, gibt es ein Dreier-Duell. Das wird ziemlich lustig, aber mal gucken. Das ist nämlich nicht so einfach. Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal beim Beef und tschüss. Tschüss. Ciao.